Oh, seine Hoheit. Die Herren haben wieder gespielt. Nun, Maestro Paganini, haben Sie die Bank gesprengt? Nein, Hoheit, alles verloren. Auf allen Gebieten kann man eben nicht Meister sein. Ah, da ist ja auch unsere schöne Primadonna. Gestatten, Hoheit, dass ich Ihnen die Künstlerinnen vorstelle, die heute Abend mit mir im Hofkonzert auftreten. Meine Damen, ich werde mich freuen, Sie zu bewundern. Nun, Maestro Hofkapellmeister und Direktor unseres fürstlichen Opernhauses, was wird die nächste Novität in unserem Theater sein? Faniska, eine neue Oper von Cherubini für das Wiener Kärntner-Tortheater komponiert. Oh! Und, man höre und staune, in deutscher Sprache. Was singt darin unsere schöne Primadonna? Der Schmerz ist überwunden, Gott verlieh uns Mut und Kraft, und so weiter, und so weiter. Bravo, bravo, bravo. Ich spiele eine heldenmütige, treue Ehefrau. Sehr interessant. Das müssen Sie mir weiter erzählen. Gerne, Hoheit. Kommen Sie. Du siehst bezaubernd aus. Maestro? Ja, was ist? Ich möchte mir erlauben, Ihnen Ihre Stradivari wieder zurückzugeben. Das ist sehr hübsch von Ihnen. Aber verspielt ist verspielt. Ich lasse mir nichts schenken. Ich verlange auch etwas. Was denn? Ihr Geheimnis, wie Sie alle Frauen im Sturm erobern. Sie wollen lernen, wie man die Frauen erobert? Ja, bitte. Darüber habe ich noch nie nachgedacht.